Wir haben für den Tag ein ganz umfangreiches Programm zusammengestellt. Am Vormittag steigen wir gemeinsam ein in zwei Themen, und zwar die Datenökonomie. Da schließen wir dann vielleicht auch ein bisschen an, und in die nachhaltige IT-Infrastruktur. Und dazu hören Sie gleich zwei kurze Inputs von uns, und dann diskutieren wir, hoffentlich haben wir noch die Zeit, hier auf der Bühne ein bisschen zu diskutieren, bevor Sie dann sich eins der beiden Themen auswählen können und ab 11 Uhr nach der Kaffeepause in eins tiefer einsteigen können. Am Nachmittag gibt es dann drei parallel laufende Panels zu den Themen Mobilität, Energie und Konsum. Und dafür können Sie sich dann auch nach der Mittagspause noch entscheiden. Das Ganze wird live gestreamt, also wenn Sie irgendwas verpassen heute, dann können Sie das spätestens ab Montag auf unserer Seite dann auch nochmal nachschauen. Jetzt hören wir aber erst einmal unseren ersten Input von Dr. Peter Geilhofer. Er ist Jurist und Wissenschaftler am Öko-Institut, und er spricht über Big Data, Brandbeschleuniger oder Game Changer für die grüne Transformation. Ja, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr, hier kurz zum Thema der Datenregulierung sprechen zu dürfen. Auch ich habe mir schriftliche Notizen mitgebracht, trotz der ganzen digitalen Technologien hier. Bei der Datenregulierung geht es nicht, wie jetzt gleich im folgenden Vortrag von Jens Krüger, um die materiellen Ressourcen, die für digitale Techniken und die Digitalisierung als solche erforderlich sind, sondern eben um die digitalen Ressourcen, um Daten als die Grundlage, ökonomische Grundlage digitaler Technologien. Und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was diese Datenregulierung mit der Ökologie zu tun hat, mit Umwelt zu tun hat. Und genau um diese Frage dreht sich auch mein Vortrag. Also ich möchte Ihnen in erster Linie deutlich machen, dass die Datenregulierung ein sehr wichtiges umweltpolitisches Thema ist. Und zweitens möchte ich zwei kurze Merkposten anführen, warum das der Fall ist, also sozusagen um dieses Argument zu begründen. Merken Sie sich Fragen, wenn Sie die haben, also die können wir auch sehr gerne im Anschluss dann im Panel Datenregulierung diskutieren. Das hat Jan-Peter Schemel ja gerade schon sehr schön und umfassend dargestellt. Die Digitalisierung hat aus ökologischer Perspektive eine sehr große Ambivalenz. Diese Ambivalenz kann man sich sehr gut deutlich machen, wenn man sich die konkreten Technologien anschaut, um die es geht bei der Digitalisierung, und eben die indirekten gesellschaftlichen, politischen Effekte, die diese Technologien haben können. Da geht es eben meistens um sogenannte automatisierte Entscheidungsassistenten. Und diese Entscheidungsassistenten, die verfolgen eben oder implementieren sehr effektiv bestimmte Steuerungsziele. Diese Steuerungsziele, die verfolgen eben sehr selten oder sind sehr selten vereinbar mit einem ökologischen Gemeinwohl. Das kann man sich sehr gut an ein paar Beispielen verdeutlichen. Also Ihr Amazon-Einkaufsassistent könnte Ihnen natürlich auch empfehlen, weniger einzukaufen, einen suffizienten Lebensstil zu pflegen. Der YouTube-Algorithmus könnte Ihnen, wie früher Peter Lustig, erzählen, nach dem ersten Video abzuschalten. Macht es aber noch nicht, aber der triggert uns sehr effektiv zum nächsten Video, was natürlich sehr, sehr, sehr energieintensiv ist. Und also die verfolgen sozusagen die falschen Steuerungsziele. Wenn wir das jetzt feststellen, dann muss aus einer umweltpolitischen Sicht eben das Ziel sein, diese Daten umzusteuern, andere Steuerungsziele in diese Anwendungen reinzubringen. Und da kann man sich zwei Grundmodelle überlegen, oder wird gesprochen über zwei ganz grundsätzliche Modelle, wie so eine Regulierung aussehen könnte. Das kann man sich ganz gut deutlich machen an diesem Wertschöpfungskreis von Big Data, wie ihn zumindest die OECD sich vorstellt. Also es geht da rechts bei dem Trichter los mit der Datensammlung. Dann hat man irgendwann sehr große Datenmassen, die werden dann analysiert, automatisch analysiert vielleicht, und zum Produkt Entscheidung weiterentwickelt. Die Regulierungsoption A, über die im Moment sehr viel gesprochen wird, ist eben Umweltziele in diese Algorithmen einzuprogrammieren. Zum Beispiel eben Amazon zu verpflichten, zu einem suffizienten Einkaufsvorschlag oder eben einen Vorschlag zu bringen, dass man weniger einkauft. Die Regulierungsoption B, das ist der untere Kreis, die setzt eben an der Ressource Daten an. Also da geht es darum, wie Daten, von wem Daten und wofür Daten eben genutzt werden dürfen in Zukunft.
Also da werden zum Beispiel so Vorschläge wie das berüchtigte Dateneigentum vorangebracht. Um diese Frage der Regulierung von Daten gibt es jetzt schon seit einiger Zeit eine sehr intensive Debatte international von allen möglichen Institutionen. Da ist auch noch nicht alles festgeschrieben sozusagen, sondern da ist noch sehr viel im Fluss. Die Umweltökoszene ist da aber leider im Moment noch nicht so wirklich vertreten. Also man fängt erst an, sich zu überlegen, wie denn so eine Datenregulierung aus einer ökologischen Perspektive aussehen sollte. Und deswegen haben wir beim Öko-Institut jetzt im letzten Jahr angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Ich möchte also erstmal erklären, warum so eine Datenregulierung eine sehr wichtige Weichenstellung ist aus umweltpolitischer Sicht. Und möchte das anhand von einem Beispiel machen, was Ihnen jetzt vielleicht bekannt vorkommt. Darum ging es nämlich gerade schon. Stellen Sie sich mal vor, in Berlin soll eine App zur Parkplatzfindung eingeführt werden. Das ist eine Anwendung, die wird integriert in ein Navigationssystem und die leitet dann eben den Weg zu den nächsten freien Parkplätzen und soll das Parkchaos in den Städten auflösen. Dabei konkurrieren nun zwei Systeme, die ganz unterschiedliche Steuerungsziele, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass diese Steuerungsziele wichtig sind, die zwei sehr unterschiedliche Steuerungsziele verfolgen. Zum einen gibt es eine Lösung, die will ich mal als eine Marktlösung bezeichnen, die wird von einem Konsortium von Autoherstellern, Navigationssystemherstellern vorangetrieben und die verfolgt das Steuerungsziel, eben ein möglichst komfortables Fahrerlebnis zu ermöglichen. Also das in dem Artikel wurde geschrieben, sie soll eben möglichst die Leute komfortabel in die Innenstädte bringen. Dann gibt es noch ein zweites System, das möchte ich als kommunale Lösung bezeichnen. Da geht es eben darum, den Umstieg auf den Nahverkehr attraktiv zu machen. Also das ist eine App, die ist vielleicht mit Verkehrsinformationen zum ÖV gekoppelt. Man kann da gleich die Tickets kaufen, bestellen und vielleicht lotst die einen sogar zum Park and Ride noch außerhalb der Innenstadt, um eben wirklich für weniger Individualverkehr zu sorgen. Was lernen wir jetzt daraus? Also der erste Punkt, den ich machen möchte für die Datenregulierung, ist, dass es eben das Datenreichtum Gestaltungsmacht vermittelt. Und das bedeutet, dass es, und das zeigt das Beispiel, glaube ich, ganz gut, dass es eben aus ökologischer Sicht einen sehr großen Unterschied macht, ob jetzt marktorientierte Akteure oder politische, gemeinwohlorientierte Akteure so eine App oder welche App auch immer programmieren. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil digitale Systeme, datengetriebene Systeme sehr oft kritische Massensysteme sind. Sie kennen das von Facebook, Google und Co. Am Ende gibt es dann oft nur noch ein System, was den Markt beherrscht. Und es ist sehr, sehr schwer, da Alternativen zu schaffen, Alternativen in den Markt zu bringen. Und am Ende gibt es im Extremfall eben sogar nur noch ein einziges System, was da Märkte beherrscht. Für die Frage, ob sich so ein System durchsetzt, sind Daten wieder sehr, sehr wichtig. Also die datenreichsten Anbieter können die besten Systeme entwickeln. Die können dann weiterhin mit ihren guten Systemen die meisten Daten sammeln und werden dadurch auch technisch immer besser. Das heißt, dass datenreiche Akteure also immer bessere Systeme haben und immer mehr Märkte beherrschen. Also daraus kann man zum einen mit Blick auf das Beispiel folgern, dass eben die kommunale Lösung, wenn sie mit datenreicheren Akteuren konkurrieren müsste, sehr schlechte Karten hätte, eben ihre Umweltziele unter die Leute zu bringen. Und am Ende, also wenn man diese Dynamiken, die da herrschen, zu Ende denkt, dann ist es halt Google, die letztendlich diese Apps betreiben. Das heißt zum Zweiten, dass es einen wachsenden Vorsprung an Technologie und Wissen dieser großen Unternehmen gibt. Und irgendwann eben auch nur noch Google Park-Apps betreiben kann. Ja, also damit drohen natürlich sehr große Abhängigkeiten auch öffentlicher Akteure. Letztendlich machen solche Marktasymmetrien aber eben auch schwer, dann Umweltziele durchzusetzen. Also je größer die Unternehmen, je komplexer die Anwendungen werden, je größer der Vorsprung wird, desto schwieriger wird es dann auch, Algorithmen zu regulieren zum Beispiel und Ziele da einzuspeisen. Womit ich zum nächsten Punkt komme, also man muss diese Technologien, diese automatisierten Entscheidungssysteme auch unabhängig von der Person oder der Einheit, die betreibt, als eine Risikotechnologie betrachten. Und auch für solche Risiken spielen eben Daten eine sehr, sehr zentrale Rolle.
Sie kennen diese Beispiele vielleicht. Falsche oder unzureichende Daten führen eben zu falschen Entscheidungen. Datenwissenschaftler bezeichnen sowas als Daten-Bias, Data-Bias. Die prominenten Beispiele betreffen Diskriminierung, also wenn da schon die Datengrundlage, die in diese Systeme einfließt, Diskriminierung abbildet, dann verstärkt das das System selbst. Ja, da gibt es gute Beispiele aus der prädiktiven Polizeiarbeit, wo eben so vorhandene Diskriminierung noch weiter verschärft werden. Das kann man nun ganz gut auf die Umweltthematik übertragen. Also man kann sich überlegen, ob es nicht auch einen systematischen Data Bias aus einer ökologischen Perspektive gibt. Dafür muss man sich nochmal klar machen, wie diese Systeme funktionieren. Also ein gutes Beispiel ist die Google-Suche. Die sammelt Daten über ihr Surfverhalten, über ihre Präferenzen, ihr Verhalten im Netz und gleicht es eben mit den Daten Milliarden anderer Nutzer ab oder Millionen anderer Nutzer ab und soll so da eben das optimal passende Suchergebnis präsentieren. Also der Suchalgorithmus wird letztendlich auf der Grundlage von Verhaltensdaten oder Daten über Surfgewohnheiten, alltägliche Gewohnheiten entwickelt und durch ein Feedback der User weiter verbessert. Daraus kann man einige Probleme schlussfolgern, die eben eine ökologische Perspektive betreffen. Zum einen sind Daten über alltägliches Verhalten und Konsumverhalten nämlich aus einer ökologischen Sicht unvollständig. Da fließen Daten dritter Interessen der Allgemeinheit nämlich nicht ein in diese Entscheidungsprozesse. Im genannten Beispiel ist es sehr, sehr deutlich, also wenn die Park-App den schnellsten Weg zum Parkplatz weisen soll und eben durch ein Wohngebiet geht, dann fließen die Präferenzen der Anwohner dann natürlich nicht ein in diese Entscheidungsprozesse. Zum anderen kann man einen Bias, einen Daten-Bias, eine Verzerrung identifizieren, den Datenwissenschaftler als Feedback-Loop bezeichnen. Das meint diese Grafik, die da auf der Slide ist. So digitale Assistenten schlagen letztendlich ein konkretes Verhalten vor und dieses Verhalten fließt dann als Feedback zum Training oder zur Programmierung, zur weiteren Programmierung dieser Assistenten wieder in den Algorithmus mit ein und soll den verbessern und dadurch entsteht eben so eine Art Rückkopplungsschleife. Das heißt, auf das konkrete Beispiel bezogen, dass lernende Parkassistenten zwar den Weg zum passenden Parkplatz immer besser vorschlagen können, und wenn sie da immer schon am schnell hinfahren wollten, möglichst den kurzen Weg nehmen wollten, dann machen die das immer besser. Also finden dann irgendwann eine gute Abkürzung oder können die grüne Welle besser erwischen. Eine Präferenz, dann irgendwann aber vielleicht den ressourcensparsameren Weg zu nehmen, also ein bisschen langsamer zu fahren, damit es zum Beispiel nicht zu Staus kommt, die wird dann natürlich aber nie abgebildet. Also muss sagen, wenn es um Verhaltensänderungen geht, um das Verändern von Verhaltensmustern, dann braucht man sozusagen eine Orientierung, die im bestehenden Verhalten noch nicht angelehnt ist. Da muss man sich an Zielen, an Präferenzen, Werten orientieren. Und das bilden diese Assistenten eben nicht ab. Für eine ökologische Datenregulierung heißt das, dass eben bestimmte systemische Risiken adressiert werden sollten, so wie das in der Diskriminierungsdebatte der Fall ist. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel geeignete Verfahren oder Rechte zur Festlegung von Regeln schafft, die ebenso Gemeinwohlpräferenzen oder Rechte Dritter abbilden können. Wie gesagt, das gibt es schon im Datenschutz zum Beispiel, da gibt es korregulative Verfahren, wo die Stakeholder alle am Tisch sitzen und sich über Regeln Gedanken machen. Und da gibt es natürlich auch Rechte, die eben Betroffene von den Problemen sozusagen, die den Rechtsschutz ermöglichen. Damit komme ich hoffentlich rechtzeitig zum Ende. Was folgt aus all dem für eine ökologische Datenregulierung? Also es sollte auch aus einer umweltpolitischen Sicht darum gehen, Monopole und Marktkonzentrationen eben zu verhindern. Aus den gleichen Gründen sollte man auch Zugang zu Daten für gemeinwohlorientierte Akteure schaffen. Auch wenn es um Daten großer Unternehmen geht, die eben drohen, Märkte zu beherrschen. Und drittens sollte man weiter forschen, wo mit einer marktorientierten Datennutzung eben systemische Risiken für die Umwelt verbunden sind. Und die Datenregulierung bietet eben Möglichkeiten, diese Risiken zu adressieren. Über konkrete Ideen, wie man das machen kann, diskutieren wir dann heute Nachmittag. Damit bin ich erstmal am Ende.
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß mit dem Vortrag von Herrn Krüger. Danke.